Einschätzung unseres Griechenlandabends, bevor der Kollege Richter das Wort bekommt zur Fortsetzung oder zum zweiten Teil seiner Präsentation, möchte ich im Namen der Volkshochschule Sie noch darauf aufmerksam machen, dass Sie diese Veranstaltung auch nachhören können. Sie wissen ja, es gibt im Internet eine Reihe von Möglichkeiten. Medienwerkstatt Linz, die Volkshochschule hat eine eigene Medienwerkstatt und diese Veranstaltung heute wird aufgezeichnet. Und dort können Sie das können Sie es sich noch einmal anschauen, nachhören und können natürlich auch Freunden und Familien und Bekannten darauf hinweisen, dass es eine interessante Veranstaltung gab, die man sich noch einmal anschauen kann. Es gibt auch so einen kleinen Merkzettel, auf dem die Internetadressen alle draufstehen und den finden Sie draußen auf den Tischen, wenn Sie rausgehen oder hier liegen auch ein paar, können Sie sich nachher holen. So, Herr Richter, der zweite Vortrag, der sich jetzt explizit mit Griechenland im 20. Jahrhundert und auch mit der Problematik des Krieges beschäftigt. Meine Damen und Herren, alles, was Sie in den nächsten 45 Minuten hören werden, steht wesentlich ausführlicher in etwa 10 Büchern und einer großen Zahl von Aussätzen zusammen mit weit über 6.000 Seiten, die ich im Verlauf der letzten 40 Jahre geschrieben habe. In meinem vergangenen Vortrag habe ich Ihnen die politische Kultur Griechenlands beschrieben, womit Sie jetzt über das notwendige Hintergrundwissen verfügen, um die nun folgenden Ausführungen zu verstehen. Die erste Phase der Geschichte Griechenlands im 20. Jahrhundert ist geprägt von der sogenannten Megali Idea, die große Idee, der Traum von der Wiedererrichtung des Byzantinischen Reiches. Bis zum Ersten Balkankrieg 1912 hatte Griechenland im Norden bis Thessalien gereicht. Im Ersten Balkankrieg gewann Griechenland Makedonien hinzu und erzielte damals enorme Zuwächse an Fläche und Bevölkerung, nämlich 68% und 67%. Diesen Erfolg verdankte es der guten Zusammenarbeit der politischen Führung unter Eleftherios Venizelos und der militärischen Leistung unter Kronprinz Konstantin. Der gemeinsame Sieg trug aber den Keim des Zwistes in sich, denn Venizelos wollte den Ruhm monopolisieren. Diese Eifersucht verstärkte sich noch, als 1913 Konstantin nach der Ermordung seines Vaters König wurde. Bis vor wenigen Jahren war die Darstellung der griechischen Geschichte während des Ersten Weltkrieges stark von der französischen Propaganda jener Zeit geprägt. Danach war Konstantin pro-deutsch, weil er mit einer Schwester Kaiser Wilhelms II. Verheiratet war. Er wollte angeblich auf der Seite der Mittelmächte in den Krieg eintreten. Tatsächlich war Konstantin ein Neutralist. Er wusste ganz genau, dass sein Land zerstört würde, egal auf welcher Seite es in den Krieg eintrat. Trat Griechenland auf der Seite der Mittelmächte in den Krieg ein, also Deutschland, Österreich, Ungarn, würden die Flotten der Alliierten sämtliche an der Küste gelegenen Städte bombardieren. Schloss er sich den Mittelmächten an, würden Deutschland und Österreich Griechenland erobern. Für ihn war klar, Griechenland musste neutral bleiben. Dieser Kurs passte Venizelos nicht, der fest vom Sieg der Entente-Mächte überzeugt war und daran glaubte, dass, wenn er sein Land auf deren Seite in den Krieg eintrat, die Megali-Idea realisiert werden konnte. Als der Krieg ausbrach, schwankte Venizelos hin und her. Als die Alliierten ihre Gallipoli-Operation 1915 begannen, wollte Venizelos sofort in den Krieg eintreten, aber die Militärs, die griechischen Militärs und der König waren dagegen. Venizelos trat am 9. März 1915 zurück.
Nach Neuwahlen im Juni 1915 kehrte Venizelos dann die Macht zurück. Die nun folgende Entwicklung kann in diesem Rahmen dieses Vortrags nur ganz grob skizziert werden, da sie extrem kompliziert ist. Da fast alle bisherigen Darstellungen letztlich auf der damaligen französischen Propaganda beruhen, gibt es kaum einen Aspekt, der nicht uminterpretiert werden muss. Quellen, die nicht in das traditionelle Bild passten, wurden als royalistisch oder als pro-deutsch abqualifiziert und nicht zur Kenntnis genommen. Aber gerade sie liefern Informationen, die der historischen Wahrheit sehr nahe kommen. Ich werde daher eine etwas holzschnittartige Darstellung liefern. Am 20. September 1915 machte Bulgarien gegen Serbien mobil. Venizelos wollte eigentlich sofort in den Krieg eintreten und Serbien unterstützen, aber er, genau wie der König, wusste, dass Griechenland allein zu schwach war, um erfolgreich einen bulgarischen Angriff abzuwehren. Konstantin wollte daher an der Neutralität festhalten. Doch Venizelos wandte sich hinter dem Rücken des Königs an die Entente und lud sie zu einer Landung in Saloniki ein. Er erwartete, dass die Entente 130.000 Mann schicken würde. Die Landung fand statt. Es trafen aber nur 13.000 Mann ein. Der König und der Generalstab hielten einen Kriegseintritt unter diesen Umständen für total verrückt. Konstantin forderte Venizelos zum Rücktritt auf, was dieser auch tat. Die alliierte Expedition nach Serbien scheiterte und die Truppen zogen sich wieder nach Saloniki zurück und blieben dort. Makedonien wurde zu einer französischen Besatzungszone. Die Art und Weise, wie die Franzosen sich unter General Sarai als Besatzungsmacht aufführte, ähnelte fatal der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Aber noch konnte Konstantin seinen Neutralitätskurs aufrechterhalten. Aber als die Deutschen und Bulgaren im Mai 1916 die Struma-Enge besetzten, war dies Anlass für die Franzosen, den Druck auf Athen zu vergrößern, um Griechenland in den Krieg zu zwingen. Als der König an seinem Neutralitätskurs festhielt, verlangten die Franzosen die Entwaffnung der griechischen Armee. Und als diese nicht rasch genug über die Bühne ging, versuchten sie im Dezember 1916, Athen zu besetzen. Es kam zu einer bewaffneten Auseinandersetzung und einem Bombardement Athens durch französische Kriegsschiffe. Diese Ereignisse gingen in die griechische Geschichte als die Noemvriana ein, alter Kalender. Inzwischen hatte sich Venizelos mit einigen Anhängern nach Saloniki begeben, wo er Anfang 1916 die Errichtung einer provisorischen Regierung verkündete. Damit war Griechenland gespalten. Die Alliierten verhängten über Griechenland eine Blockade, was zu einer üblen Hungersnot führte. Im Juni jagten die Franzosen Konstantin vom Thron und installierten Venizelos als Premierminister von ganz Griechenland. Venizelos erklärte Deutschland den Krieg, was allerdings nicht mehr als eine formelle Geste war. Venizelos war überzeugt, dass die Alliierten ihn für sein Verhalten belohnen würden, indem sie Griechenland auf der bevorstehenden Friedenskonferenz in Paris mit territorialen Zugewinnen, vor allem in Kleinasien, zugestehen würden. Venizelos wusste nicht, dass der kleinasiatische Kuchen schon ziemlich verteilt war. Die Italiener hatten sich vertraglich den Südwesten Kleinasiens inklusive Smyrna, heute Izmir, zusichern lassen. Und die Franzosen den Südosten Kilikien sowie Syrien als Mandatsgebiet. Die Meerengen sollten nach US-Präsident Wilsons Vorstellungen internationalisiert werden. In Kleinasien sollten die Griechen also nichts erhalten. Der einzige Zugewinn würde in Westthrakien sein, das bislang Bulgarien gehört hatte. Venizelos begab sich also mit leeren Händen nach Paris und vertraute auf sein Glück
und das Wohlwollen der Alliierten. Um Letzteres zu erringen, war Venizelos sogar bereit, sich mit griechischen Truppen an der alliierten Intervention im russischen Bürgerkrieg zu beteiligen, was aber nichts änderte. Aber die Glücksgöttin Fortuna war Venizelos hold. Präsident Wilson erregte sich über Italiens Expansionspolitik gegenüber Jugoslawien, die Fiume-Frage, derart, dass er den britischen Premier Lloyd George aufforderte, die bevorstehende italienische Landung der Italiener in Smyrna durch die Entsendung britischer Truppen dorthin zu verhindern. Lloyd George hatte keine Truppen parat und auch kein Interesse daran, mit den Italienern in Streit zu geraten. Daher fragte er, ob Venizelos, ob er bereit wäre, Smyrna zu besetzen. Und obwohl Venizelos wusste, dass es sich nur um eine vorübergehende Besetzung handelte, gewissermaßen eine Polizeiaktion, stimmte er zu. Vermutlich hoffte er, dass er die temporäre Besetzung in eine dauerhafte umwandeln könnte. Die Griechen landeten am 15. Mai 1919 in Smyrna. Die Alliierten machten Venizelos klar, dass die Besetzung nur das Gebiet von Smyrna betraf und verboten ihm Vorstöße ins Hinterland. Schon recht früh begannen türkische Partisanen, die von den Italienern unterstützt wurden, die griechischen Truppen anzugreifen. Gingen die griechischen Truppen zum Gegenangriff über, zogen sich die Partisanen auf italienisches Gebiet zurück. Solange die Griechen nicht nachstoßen durften, war ein Sieg über die Partisanen ausgeschlossen. Als dann sich so langsam die Entstehung eines zweiten türkischen Staates unter Mustafa Kemal, der spätere Atatürk, am Horizont abzeichnete und die Franzosen sich mit diesem arrangierten und gegen eine Aufteilung der Türkei aussprachen, verstand Venizelos, dass er ohne Verbündete in einer schwierigen Lage war. Im Oktober 1919 begab er sich nach London, um Lloyd George als Verbündeten zu gewinnen, was dieser jedoch ablehnte. Der britische Generalstabschef Wilson schrieb in sein Tagebuch: "I told him straightforward that he had ruined his country and himself by going to Smyrna." Die einzig logische Konsequenz wäre es nun gewesen, wenn Venizelos entschieden hätte, Smyrna zu räumen und sich mit dem im Friedensvertrag von Neuilly in Bulgarien gewonnenen Westthrakien zufrieden zu geben. Aber Venizelos gab sich der Illusion hin, dass es bei den weiteren Verhandlungen in Paris doch noch eine glückliche Wende geben würde. Als der Friedensvertrag von Sèvres vorlag, war er der einzige, der glaubte, dass er realisierbar war. Bei den Wahlen am 14. November 1920 wurde Venizelos abgewählt. Die wieder an die Macht gekommenen Konservativen machten genauso weiter, wie Venizelos aufgehört hatte. Auch sie waren vom Virus der Megali-Idea befallen und wollten große Gebiete Kleinasiens annektieren. Im Dezember 1920 kehrte Konstantin nach einem Referendum nach Griechenland zurück, aber er hatte keinerlei Einfluss mehr auf die weitere Entwicklung. Zwar konnte die griechische Armee nun zur Offensive übergehen und 1921 bis Ankara vorstoßen, aber es war klar, dass sie nicht mehr siegen konnte. 1922 kam die Niederlage. Die griechische Armee floh. Smyrna wurde von den Siegern abgefackelt. Die Griechen Kleinasiens flohen in Panik zu Tausenden auf die griechischen Inseln und aufs Festland. Im Friedensvertrag von Lausanne 1923 wurde ein geordneter Bevölkerungsaustausch vereinbart. 1,5 Millionen Griechen verloren ihre Heimat und mussten im armen Griechenland eine neue Existenz aufbauen. Die 3000 Jahre währende griechische Besiedlung Kleinasiens war zu Ende. Für den damals etwa 7 Millionen zählenden griechischen Staat bedeutete dies eine enorme Belastung,
die er erst nach Jahrzehnten ganz überwand. Die Jahre zwischen 1923 und 1936, als in Griechenland die Diktatur von Metaxas begann, waren ähnlich instabil wie die Weimarer Republik. Regierungen wechselten ständig und das Militär putschte immer wieder. 1924 wurde Griechenland durch Parlamentsbeschluss eine Republik. 1935 wurde der König, nun Georg II., durch ein massiv gefälschtes Plebiszit zurückgebracht. Im Januar 1936 fanden die für viele Jahre letzten nicht gefälschten Wahlen statt. Sie ergaben einen Patt zwischen den Konservativen und den Liberalen. Die kommunistische Partei KKÖ wurde zur Mehrheitsbeschafferpartei. Beide Parteien verhandelten mit ihr, doch als man kurz vor einer Lösung stand, putschte der Ex-General Ioannis Metaxas mit Zustimmung des Königs am 4. August 1936 und errichtete die Diktatur. Mit dieser Zustimmung brach der König jenen Eid, den er auf die Verfassung geschworen hatte, eine Tatsache, die ihm sein Volk nie verzieh. Zugleich wurde er zum Co-Diktator. Da die Streitkräfte ihm bedingungslos gehorchten, hätte er die Diktatur jederzeit beenden können, aber er fühlte sich in seiner Rolle als Co-Diktator sehr wohl. Man könnte die griechische Diktatur als Duumvirat bezeichnen. Die Kommunisten sprachen von Monarchofaschismus. In der einschlägigen Literatur von links wie rechts wird der faschistische Charakter des Regimes vom 4. August 1936 bestritten, weil es keine faschistische Massenpartei gab, wie in Deutschland oder Italien, obwohl alle anderen Ingredienzen des Faschismus vorhanden waren. Es wurde nicht begriffen, dass in einem klientelistischen System eine Massenpartei systemfremd gewesen wäre. Metaxas erklärte das Fehlen seiner Partei, einer solchen Partei, in seinem Tagebuch. Er habe gar keine Partei gebraucht, weil das ganze Volk Partei gewesen sei. Das nannte ich dann in meiner Veröffentlichung Klientelfaschismus. Während Metaxas große Sympathien für Hitler und Mussolini hatte, setzte der König auf die traditionelle Schutzmacht Großbritannien. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, blieb Griechenland zunächst neutral. Mussolini verfolgte Hitlers Blitzkriegerfolge mit ständig größer werdendem Neid und trat kurz vor Hitlers Sieg über Frankreich in den Krieg ein. Aber die italienischen Truppen reüssierten weder in Frankreich noch in Nordafrika. Und Mussolinis Frustrationsgefühle nahmen zu. Als er dann erfuhr, dass Hitler Truppen nach Rumänien schicken würde, also in ein Gebiet, das er als in seinem Interessensphäre liegen betrachtete, beschloss er in einem Wutanfall über Griechenland herzufallen. Hitler hatte davon nur ganz vage Informationen, sonst hätte er ihn gestoppt, denn Hitler plante zu diesem Zeitpunkt schon seinen Russlandfeldzug und wollte den Balkan ruhig halten. Mussolinis Überfall auf Griechenland begann am 28. Oktober von Albanien aus und blieb nach wenigen Tagen stecken. Der griechische Gegenangriff trieb die Italiener bis weit nach Albanien zurück und es bestand die Gefahr, dass sie ins Meer geworfen würden. Aber auf Bitten Mussolinis hin intervenierte Berlin. Man signalisierte Athen, dass, wenn die griechische Offensive gestoppt würde, man vermitteln werde. Metaxas stoppte den griechischen Vorstoß. Und als die italienische Front wieder stabil war, endeten die deutschen Vermittlungsangebote. Ende 1941 starb Metaxas. Er hatte bis dahin die völlig inadäquate britische Hilfe abgelehnt, weil er befürchtete, dass ihre Annahme nur einen deutschen Angriff provozieren würde. Sein Nachfolger,
akzeptierte auf Druck des Königs die Hilfe, die wirklich inadäquat war. 2 Divisionen, 1 Panzerbrigade. Es ging auch nicht um echte Hilfe, sondern um den Eindruck dieser Hilfe auf den US-Kongress, der in dieser Zeit das Lend-Lease-Gesetz debattierte. Wäre in dieser Zeit ein weiterer Staat, den die Briten 1939 garantiert hatten, von den Deutschen überrannt worden, ohne dass die Briten involviert gewesen wären, wäre die Verabschiedung des Lend-Lease-Gesetzes fraglich gewesen. Im April eroberte die Wehrmacht Griechenland, um die Flankenbedrohung für den Russlandfeldzug, die Operation Barbarossa, zu beseitigen. Im Mai folgte die Operation Merkur, die Eroberung Kretas. Keine der beiden Operationen hatte irgendeinen Einfluss auf den Zeitplan von Barbarossa. Die in Griechenland bis heute verbreitete Behauptung, dass wegen des griechischen Widerstandes sich der Beginn des Angriffs um 6 Wochen verzögert habe, die dann beim Winterbeginn vor Moskau gefehlt hätten, weshalb Hitler den Krieg verloren habe, ist ein Mythos. Er wurde im Oktober 1941 vom britischen Außenminister Anthony Eden in die Welt gesetzt. Aber wer diesen Mythos bezweifelt, bekommt, zumindest in Kreta, Ärger, was bis zur staatsanwaltlichen Anklage führen kann, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Hitler überließ die Besetzung Griechenlands fast völlig den Italienern, was den Widerstand provozieren musste. Schließlich hatten die Griechen die Italiener in Albanien geschlagen. Der Hungerwinter 1941 trug das Seine dazu bei. Die Hauptgründe für den Hunger waren erstens die alliierte Blockade, die den Import von Brotgetreide verhinderte. Zweitens die Unfähigkeit der italienischen Besatzungsmacht, Ersatz zu liefern. Drittens deutsche Gleichgültigkeit. Und viertens schließlich innergriechische Probleme wie zerstörte Transportwege, eine Missernte, die Besetzung Ostmakedoniens und Westthrakiens durch Bulgarien und so weiter. In Attika starben nach Angaben des Roten Kreuzes 30.000 Menschen Hungers. Die bis heute immer wieder genannte Zahl von 300.000 ist restlos übertrieben und stammt aus der Propaganda der Kriegszeit. Erst die internationale Hilfsaktion 1942 verhinderte eine zweite Hungersnot. Die erste große Aktion des Widerstandes war die Sprengung der Gorgapotamos-Eisenbahnbrücke durch eine gemeinsame Aktion der Elas und der Edes zusammen mit einer britischen SOI-Kommando im November 1942. Es war die erste und letzte gemeinsame Aktion des Widerstandes. Der Widerstand bestand aus Ermelas, der Edes und der Eka. Alle waren anfangs republikanisch orientiert. Die ERM, die Nationale Befreiungsfront, war eine breite Bewegung, die alle progressiven Kräfte Griechenlands von den Linksliberalen bis zu den Kommunisten umfasste. Ihr bewaffneter Arm war die ELAS, die Nationale Befreiungsarmee. Die EDES unter der Führung von Napoleon Servas geriet bald unter britischem Einfluss ins royalistische Lager. Die ebenfalls linksorientierte EKA wurde schon früh von der ELAS zerschlagen und ihr Anführer Psaros ermordet. Die ERM baute im Verlauf der Okkupation in den griechischen Bergen einen neuen Staat auf, der keinen Klientelismus kannte, da es nichts zu stehlen und zu verteilen gab. 1944 fanden freie Wahlen in den befreiten Gebieten für ein Parlament der Berge statt. Ein Komitee der nationalen Befreiung, die PEA, wurde ins Leben gerufen, das die Funktion einer Regierung hatte. Das Parlament verabschiedete Gesetze. Kurzum, in den Bergen Griechenlands, in den befreiten Bergen Griechenlands, entstand ein neues Griechenland.
Am Horizont zeichnete sich eine sozial gerechtere, europäisierte griechische Nachkriegsrepublik ab. Die immer wieder bis heute zu hörende Ansicht, dass die ERM eine kommunistische Frontorganisation gewesen sei, ist falsch. Die griechische KP KUKOE hatte bei der Gründung der ERM in der Tat eine wesentliche Rolle gespielt. Aber die ERM wurde nie zur Kreatur der KUKOE. Dazu waren die in ihr vereinten progressiven Kräfte viel zu heterogen. Im Gegenteil, die ERM beeinflusste die KUKOE, die sich aus einer orthodoxen Kaderpartei zu einer freiheitlichen Massenpartei mit über 200.000 Mitgliedern wandelte und Ansichten vertrat, wie 30 Jahre später die Eurokommunisten. Aber dieser zukünftige neue Staat würde eine Republik sein und sich außenpolitisch aus dem seit 1860 Jahren bestehende Klientelverhältnis zu Großbritannien lösen und sich zu einem Bündnispartner auf Augenhöhe entwickeln. Und genau hier begannen nun die Probleme. Premierminister Churchill konnte sich nicht vorstellen, dass eine griechische Nachkriegsrepublik eine genauso pro-britische Politik betreiben würde wie die Monarchie zuvor. Schon Anfang 1943 legte er fest, dass man die Monarchie in Griechenland restaurieren müsste, wenn nötig, unter Gewaltanwendung. Im Sommer 1943 befahl er, Truppen zu diesem Zweck ständig in Bereitschaft zu halten. Ratschläge britischer Verbindungsoffiziere bei der Elas, die in eine andere Richtung wiesen, schlug er in den Wind. Für ihn waren die Elas-Partisanen miserable communist banditis. Da der deutsche Abzug auf sich warten ließ, konnte er die britische bewaffnete Intervention sorgfältigst vorbereiten. Im späten Frühjahr 1944 schloss er mit Stalin das sogenannte Drei-Monats-Abkommen ab, wonach Rumänien in die sowjetische und Griechenland in die britische Interessensphäre fallen sollte. Da sich die Deutschen immer noch Zeit ließen, konnte er noch im Oktober 1944 mit Stalin das berüchtigte Prozentabkommen schließen, das den Balkan in Interessensphären aufteilte. Im Dezember 1944 zerschlug Churchill in einer über einen Monat dauernden Operation die Reserve Elas von Athen. Es war ein Krieg im Krieg, bei dem sogar die Royal Air Force zum Einsatz kam. Es gab weltweit heftige Kritik. Nur Stalin schwieg. Um die Kritik zum Schweigen zu bringen, flog Churchill Weihnachten 1944 nach Athen. Aber erst am 11. Januar schloss man einen Waffenstillstand und am 12. Februar den Friedensvertrag von Valkissa. Der Vertrag von Valkissa war ein fairer Kompromiss, der den Weg für eine friedliche Nachkriegsentwicklung hätte öffnen können. Aber er wurde nicht eingehalten. Mit Billigung der Briten ging eine Woge des weißen Terrors über Griechenland, die zum Zeitpunkt des deutschen Abzugs bestehenden Machtverhältnisse umkehrte. Angehörige des Widerstandes befanden sich Ende 1945 im Gefängnis oder waren in die Berge geflohen. Die Kollaborateure kontrollierten den Staat. Als der englische Botschafter Lieper diese Entwicklung stoppen wollte, pfiff ihn Churchill zurück. Kommunist zu sein, sei ein größeres Verbrechen, als mit Nazis kollaboriert zu haben. Ende 1945 stellte ein britischer Unterhausabgeordneter, der Griechenland besuchte, fest, dass Griechenland auf dem besten Weg sei, ein faschistischer Staat zu werden. In dieser Zeit entstand auch das sogenannte Parakratos, ein parallel zum Staat existierender
existierende Terrorstruktur, die aber von ihm kontrolliert wurde. Etwas Ähnliches wie später die südamerikanischen Todesschwadronen. Immer dann, wenn die legalen staatlichen Mittel der Unterdrückung an ihre Grenzen kamen, wurde das Paragratus eingesetzt. Zwei seiner bekanntesten Opfer waren der amerikanische Journalist George Polk 1948 und 1963 Yorgos Lambrakis, vielleicht kennen Sie den Film Z. Das Paragratus war bis 1976 aktiv. Sein letztes Opfer war Alekos Panagoulis. Im März 1946 standen Parlamentswahlen an. Die Liberalen boykottierten sie mit der Begründung, dass sie angesichts des weißen Terrors nicht frei wären. Für die Liberalen war der Boykott nicht existenzgefährdend, wohl aber für die Kukue. Nach englischen Schätzungen hätten die Linken etwa 100 der 300 Parlamentssitze errungen. Eine solch starke Präsenz im Parlament hätte mit großer Wahrscheinlichkeit den Bürgerkrieg verhindert. Aber Generalsekretär Zacharyadis befahl gegen den ausdrücklichen Rat Moskaus an den Wahlen teilzunehmen, den Wahlboykott. Damit begann der Eskalationsprozess von Gewalt und Gegengewalt, der zum Bürgerkrieg führte, der bis 1949 dauerte. Bis 1948 wurde er unter der Führung von Markus Wafiadis recht erfolgreich als asymmetrischer Krieg, als Partisanenkrieg geführt. Aber dann übernahm Zacharyadis die Führung und ging zur konventionellen Kriegsführung über, was den sicheren Sieg der regulären Armee zur Folge hatte. Moskau war gegen den Bürgerkrieg und ließ die Zacharyadis mehrfach wissen und unterstützte ihn weder mit Geld noch mit Waffen. Stalin wollte keinen Krieg mit den USA, die die griechische Armee unterstützten. Nur Tito half der griechischen Partisanenarmee. Als der Bürgerkrieg 1949 endete, erst da begann in Griechenland die Nachkriegszeit. Die Zerstörungen und der Verlust an Menschenleben soll im Bürgerkrieg größer gewesen sein als die während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg, wie König Paul behauptete. Doch Griechenland hatte seit 1947 im Rahmen der Truman-Doktrin die USA als neue Schutzmacht hinter sich. Die Amerikaner hatten zwischen 1947 und 1949 1,5 Milliarden Dollar nach Griechenland gepumpt, was jedoch keine Auswirkung auf den Lebensstandard der Bevölkerung hatte. Nach dem Ende des Bürgerkrieges flohen Zehntausende besiegte Linke in den Ostblock, von wo sie erst 1990 zurückkehren konnten. Bei den Wahlen von 1950 gewannen erstaunlicherweise die Liberalen. Nur für eine kurze Zeit gab es Hoffnung für eine Aussöhnung, Symphyliose der Nation, eine gewisse Normalität. Aber da brach der Koreakrieg aus und die Amerikaner sorgten für die Veränderung des griechischen Wahlrechts dafür, dass von nun an nur noch die Konservativen Wahlsiege erzielen würden. Dies war zunächst Feldmarschall Alexandros Papagos und nach ihm bis 1963 Konstantinos Karamanlis. Unter ihnen war Griechenland ein Polizeistaat. Als in den USA mit Eisenhower die Republikaner an die Macht kamen, reduzierten sie die Hilfszahlungen an Griechenland massiv. Karamanlis wandte sich an Bonn als neuen Geldgeber. Nach massivem Druck war Bonn bereit, Reparationen zu bezahlen. Griechenland erhielt damals 315 Millionen D-Mark, davon 115 Millionen in Cash, wovon 75% in den Taschen der Politiker wanderte.
Griechenland und Jugoslawien waren die einzigen Staaten, denen Bonn nach dem Londoner Schuldenabkommen von 1952 Reparationen zahlte. 1963 gewann Georgios Papandreou mit seiner Zentrumsunion die Wahlen. Auch die Zentrumsunion war ein Klientelverband, aber Papandreou war inzwischen zu alt, um sie straff zu führen. Es entstanden rivalisierende Subnetzwerke. Papandreou geriet mit dem jungen König Konstantin II. In Konflikt und wurde gestürzt. Es folgte ein innenpolitisches Chaos, das in Griechenland als da Juliana, die Juli-Ereignisse, bekannte. Eine Regierung folgte der anderen, bis am 21. April 1967 die Armee putschte. Die nächsten 7 Jahre regierte das Militär. Eigentlich hatten die Generale putschen wollen, die Generale. Aber erst nach den für Mai 1967 anberaumten Wahlen. Die Amerikaner waren über die Generalspläne genau informiert. Doch den Putsch organisierten die Obristen und diese hatten die Amerikaner nicht auf ihrem politischen Radarschirm. Sie waren daher vom Putsch am 21. April 1967 genauso überrascht wie der Rest der Welt. Hinter den Obristen steckte also nicht die CIA, wie bis heute immer wieder behauptet wurde. Die Obristen hatten ihre politische Sozialisation als Kadetten während der Metaxas-Diktatur erlebt. Sie gaben sich als militärische Saubermänner, die den Klientelismus der Parteien ablehnten. Doch als sie an die Macht kamen, betrieben sie ihn weiter, nur dass die Rusfetja nun in ihren Kreisen verteilt wurden. Im Gegensatz zu Metaxas hatten sie keine Ideologie, sieht man von ihrem verquasten Slogan Elas, Elinon, Christianon, griechische Christen, einmal ab. Ihre Herrschaft war die einer Clique von kleinbürgerlich eingestellten Militärs. Gegen Ende begannen sie sogar, das Regime etwas zu liberalisieren. Als dies im Herbst 1973 zu den Studentenunruhen im Polytechnion führte, ergriff der Chef der Militärpolizei Ioannidis die Zügel und verstärkte wieder die Unterdrückung. Sein Ende kam, als er in Zypern einen Putsch gegen Staatspräsident Makarios organisierte. Die Türkei wandte sich an die zweite Garantiemacht Zyperns, Großbritannien, aber London wollte nicht mitmachen. Daher handelte Ankara unilateral und intervenierte bewaffnet in Zypern. In Athen musste man feststellen, dass die Hunda das griechische Militär so heruntergewirtschaftet hatte, dass es nicht einsatzfähig war. Einige vernünftige Militärs stürzten Ioannidis und riefen Karamanlis aus dem Exil zurück. Während der Diktatur hatte es unter progressiv eingestellten Griechen eine intensive Diskussion gegeben, wie man das politische Leben nach dem Sturz der Hunda organisieren sollte. Man stimmte überein, dass man den Klientelismus überwinden musste, indem man eine neue Partei ins Leben ruft, eine Partei Evropaiku Tipu europäischen Typs. Karamanlis war in seinem Pariser Exil zur selben Schlussfolgerung gekommen. Als er nun zurückkehrte, gründete er diese neue Partei und nannte sie Nea Demokratia, neue Demokratie. Er lehnte zunächst die Aufnahme von klientelistischen Netzwerken seiner alten Partei ab. Aber nach 2 Monaten gab er dieses Vorhaben auf. Die Nea Demokratia wurde wieder zu einer Klientelpartei. Andreas Papandreou hatte an der Diskussion im linken Spektrum teilgenommen und der Idee einer Schaffung einer Partei Evropaiku Tipu zugestimmt. Doch als er nun nach Athen zurückkehrte, kümmerte er sich um seine guten Vorsätze nicht mehr, als er die PASOK gründete. Diese war von Anfang an eine klientelistische Pyramide, die auf ihn ausgerichtet war. Allerdings war es zunächst eine Klientelpartei im Wartezustand, denn bis 1981 war Karamanlis an der Macht und nur er konnte Rusfetja verteilen. Den Wahlkampf 1981 bestritt Andreas Papandreou mit dem Slogan Allergie.
wechseln. Klingt sehr bekannt. Er versprach, aus der NATO auszutreten und den kurz zuvor unterschriebenen Beitrittsvertrag zur EWG zu annullieren. Als er die Wahlen gewonnen hatte, vergaß er seine Wahlversprechungen und blieb in beiden Organisationen. Er hatte entdeckt, dass die Hilfsgelder der EWG zum Verteilen von Rusfetia im großen Stil verwendet werden konnten. Der Klientelismus der PASOK gewann eine neue Qualität. Er sorgte dafür, dass die Rusfetia auch die unteren Volksschichten erreichten. Durch die EWG-Mitgliedschaft konnte Griechenland billige Kredite aufnehmen. Der Wohlstand auf Pump auf der Basis von umgewidmeten Hilfsgeldern und Krediten begann. Zugleich nahm die Staatsverschuldung zu, was jedoch unbemerkt blieb, da Schulden durch immer neue Kredite bezahlt wurden. Richtig auf Touren kam das System, als sich Griechenland mit frisierten Zahlen in den Euroraum trickste. Nun begann der richtige Wohlstand. Mittelständische Familien hatten nun einen Zweitwagen und legten sich eine Ferienwohnung zu. Die geborgten Gelder wurden nicht investiert, sondern flossen in den Konsum. Nach 1990 erlebte Griechenland einen Wohlstand wie noch nie in seiner Geschichte, aber alles auf Kredit. Als die Konservativen 2004 wieder an die Macht kamen, ging es noch toller weiter. Die neuen Konservativen waren nicht länger wohlhabende Bürger, sondern eine neue Generation, die von der Gier nach leicht verdientem Geld getrieben wurde. Genau wie ihre Vorgängerregierungen versorgten sie ihre Klientel mit Posten im öffentlichen Dienst, der dadurch noch weiter aufgebläht wurde. Heute ist jeder vierte Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst. Die Kreditaufnahme und die Staatsverschuldung gingen weiter und erreichten schwindelnde Höhen. Der Rest ist bekannt. Griechenland ist pleite. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Richter, für den zweiten Vortrag. Der erste Vortrag hat uns ein bisschen eingeführt in eine Darstellung der griechischen Geschichte, die sehr stark auf Strukturelemente Wert gelegt hat, auf Klientelismus, auf eine gewisse Aversion dem Staat gegenüber. Und der zweite Vortrag hat uns dann eine Fülle von Ereignissen präsentiert in der Kette der Darstellung der griechischen Geschichte seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir haben noch ausreichend Zeit für eine Diskussion und ich darf um Wortmeldungen bitten. Ich habe am Schluss das Wort Pleite gehört. Jetzt, wer pleite ist, weiß ich nicht. Ist Griechenland oder das Wirtschaftssystem oder die EU? Man spricht Geldgeber, für mich sind Geldnehmer. Wenn man so zurückgeht vor der Krise, Griechenland 80, vielleicht 90 Milliarden Schulden. Wir sind seit 5 Jahren von der Troika dirigiert, was wir machen sollen. Natürlich weiter verschulden, Schulden mit Kredite zu bezahlen und so weiter und so fort. Sie sind selber draufgekommen, dass er eine schlechte Politik war, aber trotzdem weiter das Land mit weiteren Krediten finanziert. Aber ich verstehe es nicht. Sie sind Historiker. Mir wäre es lieber, wäre ein Ökonom hier. Ich hätte vielleicht eine andere Antwort auf meine Frage gewartet. Wie ist das möglich? EU? Troika, internationale Währungsfonds und weiß nicht nur, wer noch dazu, Geld gibt mit EU-Steuergelder. Fließt das Geld angeblich, sage ich angeblich, nach Griechenland. Griechenland haftet für diese Kredite mit Steuergelder oder Staatsgut. Aber ich verstehe nicht, wo ist das Geld? Warum fließt das auf Privat,
Privatwege. Ich muss Ihnen sagen, wir haben in Griechenland nicht ein einziges Bank. Der Staat Griechenland besitzt keine Banken. Deutsche, französische, ich weiß nicht, amerikanische, aber nicht griechische. Und noch dazu, was wenig hier bekannt geworden ist, weil man spricht, eine Frage kam vom Publikum, Grundbesitz Griechenland. Nicht. Seit 150 Jahren, zwei Vorstände sind in der griechischen Banken immer Metropoliten, Erzbischof von Athen und von Janina. Warum sind Metropoliten im Vorstand der größten Bank, Privatbanken in Griechenland? Bank of Greece und Nationalbank sind nicht griechische Banken, Privatbanken. Und für mich ist das immer, es kommen Staatsgelder von der EU, Griechenland haftet mit ihren Steuergeldern und da fließen Privatkanäle. Wie ist das möglich hier? Und natürlich ist die Frage auch, die Kirche hier hat auch Stammkapital und man sagt jetzt, die letzten 3-4 Wochen kommt, dass angeblich 40% von diesen Krediten, was Griechenland bekommt, zu Kassa der Kirche reinkommt. Wie, warum? Wahrscheinlich ist so stark beteiligt, dass er so auch Gewinne und Profite auf Kosten des Volkes hier macht. Danke. Also ich glaube, wir sollten zwei Dinge auseinanderhalten. Einmal, was passiert? Ich habe von Geldern gesprochen, die geklaut wurden. Beginnen wir bei den 115 Millionen Entschädigung für die Morde. Die deutsche Botschaft wusste, dass 75% von den Politikern geklaut wurden. Hat aber nichts gesagt, um nicht einen Riesenskandal auszulösen. Bis in einen zweistelligen Millionenbetrag konnten bis vor kurzem Politiker ohne Probleme Beträge stehlen, veruntreuen. Das war als normal betrachtet. Als einer der Minister es übertrieb und dreistellige Beträge, Millionenbeträge klaute, dann intervenierte die griechische Justiz. Das war der Verteidigungsminister der PASOK aus den 90er Jahren, Tsohatsopoulos. Es ist eine, wer einmal im Leben Minister war, brauchte nie wieder zu arbeiten. Das Zweite, natürlich kann man aus griechischer Sicht sagen, das Geld, das gezahlt wird, um uns zu retten, kommt ja gar nicht zu uns, sondern geht an die Banken. Aber das ist ja im Grunde, werden damit griechische Schulden bei diesen Banken abbezahlt. Natürlich konnte man die französischen Banken, die den größten Brocken hatten, nicht einfach hops gehen lassen. Dann wäre die EU wirklich zusammengebrochen. In Griechenland weiß es jedes Kind, wie die öffentlichen Gelder veruntreut werden. Nur, es gibt keine Handhabe, außer diesem einen Fall, wo wirklich unsäglich übertrieben wurde. Er hat weit über 100 Millionen gestohlen. Und deswegen, solange das passiert, Griechenland ist ja nicht nur als Staat pleite, als die Banken damals mitmachten. Zunächst hat sich ja der Staat verschuldet. Dann machten die Banken mit, die plötzlich die Möglichkeit sahen, Kredite zu vergeben und kräftig daran zu verdienen und vergaben entsprechende Mengen an Geld. Und jetzt etwas, was etwas unüblich in Resteuropa ist. Jeder Grieche, der ein Bankkonto hatte, bekam kostenlos eine Visa-Karte. Ich muss für meine 40 Euro im Jahr bezahlen. Ne? In Griechenland wurde die Visa-Karte als zweite Einkommensquelle betrachtet. Ich kannte Dörfer in den 60er und 70er Jahren, die bettelarm waren. Wie ich Ende der 80er Jahre hinkam, fuhren diese armen Bauern alle Pickups. Ich denke, da gab es im Grunde in der Frage ja auch noch den Hinweis darauf, möglicherweise ein weiteres Strukturproblem in Griechenland, die Schwierigkeiten im Bankensektor, im Sinne dessen, dass es keine öffentlichen Banken gibt, wahrscheinlich keine, weiß es nicht, wie es ist, nicht, aber sozusagen so ein funktionierendes System von Sparkassen,
die sich unter öffentlicher Kontrolle befinden und die auch immer so etwas darstellen wie regionale Entwicklungsagenturen, ist möglicherweise, also es gehört wahrscheinlich einfach zu den Problemen in Griechenland, nicht? Die Art und Weise, wie das Bankenwesen organisiert ist. Ja, aber wie sind die in der EU? Wo sind die Kontrolle? Ja. Sie sehen es doch, wie die Reaktion der Gegenwart in den letzten Jahren, die Reaktion der Oligarchie ist. Wir lassen uns nicht kontrollieren, wir lassen unsere nationale Souveränität nicht einschränken und schon gar nicht vom Vierten Reich aus Berlin. So, weitere Wortmeldungen. Wer hat das Mikrofon? Bitte schön. Ja, ich glaube also, ich war beim ersten Teil des Referats ja nicht da und kann daher über diese Hintergründe ja nicht sagen, was Ihre Position ist, sondern sehr, sehr rezent jetzt nur auf das eingehen, was Sie gesagt haben. Und ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie da in einem ganz kurzen Shortcut die Geschichte sozusagen da Griechenlands nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich einmal dargestellt haben, weil das kannte ich so nicht. Ich bin eingestiegen persönlich in die Diskussion mit Andreas Papandreou hier in Linz, als er noch im Exil war, wo wir hier für das Komitee Freies Griechenland Veranstaltungen gehabt hat. Er war Ökonom. Er ist ja, glaube ich, aus Ontario gekommen. Er war Professor da. Ich sage es nur, wie der interessiert war, wie er da war. Er hat mich gefragt, wo der Balkon ist, wo der Hitler heruntergesprochen hat. Am Linzer Hauptplatz, ein entscheidender Venue hier, weil hier ist entschieden worden, dass Österreich zur Gänze sozusagen nicht als Protektorat, sondern aufgrund des Massenzuspruchs hier in Linz der Bevölkerung direkt angeschlossen worden ist. Das war ein Thema, das den Andreas Papandreou interessiert hat. Ich habe nicht gewusst, dass der einmal Ministerpräsident wird. Wir haben über ganz andere Fragen gesprochen, über eurokommunistische Positionen und ähnliches mehr. Dann in Griechenland, Sie haben mir das erzählt, hat die Situation dann anders ausgeschaut. Die Antwort, Georgia, ist die, ein korruptes Land. Wenn die EU kontrolliert, ich habe eine Reihe von europäischen Funktionen, aber nicht im politischen Bereich, sondern in anderen, dann regen sich alle auf, dass sie kontrolliert. Und der andere Teil sagt, es kommen von der EU keine Vorgaben und regen sich auch auf. Ja? Das heißt, wir haben das Problem, in dieser Dimension hier nicht hier eine Klarheit zu haben, und das ist ein langer Prozess. Das Problem der Korruption und der Verworfenheit der Politik setzt sich ja jetzt fort. Ich bin ein Sozialist oder Sozialdemokrat, dass ich jetzt leide darunter, unter Anführungszeichen, dass Giorgio Papandreou Präsident der Sozialistischen Internationale ist. Ja? Und dort ist jetzt dieselbe Situation, dass wir auf internationaler Ebene denselben Korruptionismus haben. Inklusive jetzt der lateinamerikanischen Variante mit dem Generalsekretär Ayala. Dort tut sich das Ganze jetzt noch einmal abspielen. Deswegen gibt es ja jetzt auch die Spaltung mit der Progressiven Allianz in Europa, weil unter der SI-Dominanz der Griechen sozusagen nichts zu machen ist. Jetzt ist das keine genetische Frage, wann das da irgendwer meint, ja, sondern das ist eine ganz historische Entwicklung. Der Staat aus meiner Sicht war nie ein Staat. Die Leute sind nur hin und her geschoben worden zwischen Fremdherrschaft und Diktaturen. Die Niederlage der griechischen Diktatur unter den Obristen, Patakos, Papadopoulos etc., ist ja nicht aus eigenem Erfolg, sondern durch die Niederlage gegen die Türken, die ähnliche Situation, die wir in Argentinien gehabt haben, dass dort die Faschisten erst gefallen sind, als sie sich im Falklandkrieg mit den Engländern angelegt haben. Das war auch keine Befreiungsbewegung. Die Korruption ist, das weißt du, unser gemeinsamer Freund in der Apata, in der Apotheken, hat davon gelebt, dass er die Medikamente umtauscht hat und ganz was anderes verkauft hat. Die Investments von Steirer Daimler Buch da bei uns in Steyr Hellas, im Raum Thessaloniki, waren Korruptionsmaschinen. Ja, und so ist das weitergegangen. Die Hoffnung besteht jetzt darin, und das kann ich nicht beurteilen, dass die neue griechische Regierung, bleibt einem ja nichts zu offen, unter dem Druck der Rahmenbedingungen eine andere Entwicklung einnehmen muss und kann. Die Linke muss aufpassen, dass sie sich nicht mehr nur über das Pathos der Niederlage definiert. Also auch wenn sie in Linz, wir haben ja öfters die Möglichkeit gehabt, mit dem berühmten Komponisten Theodorakis zu diskutieren bei Stavros, dann war das immer auch eine Diskussion über die Niederlagen der Linken. Das heißt, wir brauchen eine progressive Perspektive
und die muss über Bildung und Ähnliches mehr gehen. Leider Gottes sind die Aktivitäten, die die Taskforce durchgeführt hat, ja, wir haben aus meinem Unternehmen heraus mit der Taskforce selber versucht, im Bereich der Berufsausbildung direkt mit der GSE, also mit den griechischen Gewerkschaften, mit den privaten und den staatlichen, mit der GSVE, also mit dem Unternehmerverband hier etwas zu machen, alle gescheitert. Das heißt, es ist eine ganz schwierige Situation. Das Positive ist, Griechenland hat viele Freunde in Europa, nicht nur wegen dem Tourismus. Sie haben viele gescheite Leute. Und die Hoffnung besteht jetzt darin, dass diese neue Partei unter den Rahmenbedingungen der EU in der Lage ist, schrittweise sozusagen ein Staatsbewusstsein zu entwickeln. Und dabei sollte man sie unterstützen. Ja, ganz herzlichen Dank. Sie sehen, Herr Richter, es gibt in Linz immer noch eine sehr aktive, langjährige Solidaritätsszene aus der Zeit der Militärdiktatur, ne, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, im vorigen Jahrtausend, ja, es war. Sagen Sie, den ältesten Politiker, den ich kennengelernt habe, war Georgios Papandreou, der aus der Besatzungszeit. Ich kannte Andreas Papandreou sehr, sehr gut, aus der Zeit der Junta. Und da, ich bin ihm mehrfach persönlich begegnet und für mich war etwas klar, er ist weder ein Sozialdemokrat noch ein Sozialist, sondern nur daran interessiert, an die Macht zu kommen und von der SPD und den anderen braven Sozialdemokraten hier in Europa, die haben ihm halt geglaubt, dass er Sozialdemokrat ist. Ich habe es neulich im Vorwärts einen entsprechenden Artikel veröffentlicht. Es war dringend notwendig. Aber gut, ich nehme Tsipras ab, dass er beim ersten Wahlkampf wirklich hoffte und glaubte, er kann Veränderungen erzielen. Aber inzwischen erinnert er mich fatal an Andreas Papandreou 1981. Damals hieß es Allergie, wir werden. Und was ist passiert? Nichts. Es wurde nur noch schlimmer. Wenn Sie anschauen, aus was besteht die Syriza heute, es sind kaum noch nicht klientelistische Gruppierungen in der Partei. Die K-Gruppen, die ehemaligen, sind weggebrochen und die große Masse ist ex-PASOK. Und die haben den Klientelismus verinnerlicht. Ich sehe auf diesem Weg keine Lösung. Er wird genauso wie sein Vorgänger oder Samaras, der hat auch Gott an die Welt versprochen und nichts gehalten. Es wird so weitergehen. Wo bleibt das ganz große Versprechen von Tsipras, dass er endlich die Reichen zur Kasse bitten will? Weder in der ersten Runde hat er was unternommen und auch jetzt ist nichts da und er hat nicht mal einen Apparat dazu. Die griechische Finanzverwaltung ist lächerlich und jeder Reeder wird sie austricksen. Aber wenn ich an der Stelle mal mich selber als Fragender einreihen darf, und da ich hier vorne sitze, das Mikro habe, nehme ich jetzt erst einmal gar keine Rücksicht auf die Rednerliste. Mich würde interessieren, weil wir geraten ja manchmal so ein bisschen in diese, so nach dem Muster, ja, was kann man tun, kann man vielleicht nichts tun. Was gibt es denn, wo kann man in der griechischen Gesellschaft Gruppen identifizieren, die mit diesem klientelistischen System gebrochen haben oder geneigt wären zu brechen? Also worauf setzen Sie selber Hoffnungen, wenn Sie welche haben? Es muss ja irgendwo, also anders kann man ja im Grunde gar nicht funktionieren, eigentlich einen Ansatzpunkt geben, ja, wo man sagt, das müsste gestärkt werden. Ja. Sind das Gruppen in der Gesellschaft? Gibt es Regionen in Griechenland, die aus was für Gründen auch immer anders ticken, die so eine Art Lokomotivfunktion auch für die wirtschaftliche Entwicklung darstellen könnten? Auf was kann sich unser sozusagen hoffnungsvoller Blick in Griechenland richten? Es gibt einige Mini-Parteien, die durchaus europäischen Charakter haben, die aber nie an die Macht kommen werden, weil sie eben keine Rosfetia verteilen können. Das ist die verfluchte Logik. Ich habe diese Frage 100-mal diskutiert, wie könnte man es überwinden? Und ich glaube, wenn man analysiert, was ist in Zypern passiert, warum hat es dort funktioniert, man kann das nicht übertragen. Wir können keine Kolonialherrschaft jetzt dort aufmachen. Aber welche analogen
Elemente könnte man entwickeln. Aber so wie es im Moment läuft, ich bin absolut pessimistisch. Griechenland bleibt ein Failed State. Der Bürgermeister ist hervorragend und ist Bürgermeister. Ja, und hat keine Partei in dem Sinn. Der wird als Person gewählt, weil er gut ist, er hat eine große Firma, behandelt seine Arbeiter anständig und so weiter. Es sind so einzelne Lichtblicke, aber das reicht nicht. So, wer hat das Mikrofon? Bitte schön. Ja, meine Frage ist also eingangs schon erwähnt von diesem General Grivas, der, ich kenne da einige Lokale in Wien und Linz, und da habe ich festgestellt, dass eben zwischen Griechen und Griechisch-Zyprioten ein ähnliches Verhältnis ist wie Österreich-Deutschland, und General Grivas, den mögen sie nicht sonderlich. Und ich habe ihnen gesagt, dass eben dieser General sozusagen im Bürgerkrieg mitgewirkt hat und einen wesentlichen Beitrag geleistet hat zum Sturz des Obristenregimes. Grivas stammt aus Zypern, wollte Berufsmilitär werden, ging nach Griechenland, wurde ganz normaler Offizier. Während der deutschen Besatzung engagierte er sich im antikommunistischen Kampf und kollaborierte mit der Wehrmacht und anderen Leuten. Er wurde von ihr bewaffnet und in den Dezemberereignissen, diesen Kämpfen, kämpfte er auf der britischen Seite mit deutschen Waffen gegen den Widerstand. Man muss sich etwas nochmal klar machen, die britische Armee zerschlug eine Widerstandsorganisation, die 6 Wochen vorher noch gegen die Wehrmacht gekämpft hatte. Und die wurde hier niedergemacht. Am Ende dieser Entwicklung fing Grivas an, diese Organisation HI, steht für X, ja, so langsam auszubreiten. Er soll angeblich Ende 1950 100.000 bis 200.000 Mitglieder gehabt haben. Das scheint ein bisschen übertrieben. Aber was er hinbekam, er wurde zum illegalen Arm der Nationalgarde, der Gendarmerie und so weiter, um die Linke zu terrorisieren. Das flache Land wurde, jeder Andersdenkende von dieser Organisation Xi terrorisiert. Wie der Bürgerkrieg vorbei war, probierte er in die Politik zu gehen. Das funktionierte nicht. Die Partei war zu klein, konnte keine Rosfetja verteilen. Und dann zog er ab nach Zypern und gründete dort die EOK und mischte dort im Befreiungskampf mit. Er probierte dort die Rezepte der früheren Konkurrenz anzuwenden, Partisan zu spielen auf dem Troodos. Wer Zypern kennt, weiß, man kann in einem Stadtpark kann man schlecht Partisan spielen. Ne? Der Troodos ist ein großer Park. Ne? Aber er hörte dann mit dem Partisanenkampf auf und machte dann Stadtguerilla, Morde. Und das war dann das Ende. Die Briten haben dann, anfangs wollten sie die ganze Insel behalten und dann meinten sie, 2 Stützpunkte reichen und dann Luftwaffen und ein anderer Stützpunkt, und das ist bis heute noch da. Aber Grivas ist der Schöpfer dieser rechten Untergrundbewegung, die also jeden Andersdenkenden terrorisierte. So, jetzt gibt es noch 2 Wortmeldungen, habe ich gesehen, einmal hier vorne und einmal da hinten. Ich habe nur eine ganz kurze, und zwar betreff Papandreou. Welchen? Ich wollte fragen, ob sein Vater, also über Andreas Papandreou habe ich gehört, dass sein Vater gesagt hat, wenn er an die Macht kommt, zerstört er das Land. Also sein Vater. Und ich wollte Sie fragen, ob er das wirklich so gesagt hat. Ich kann das Zitat nicht ganz bestätigen, was ich aber feststelle bei der Papandreou-Familie. Georgios Papandreou der Erste war ein brillanter Oppositionspolitiker, und jedes Mal, wenn er an der Macht war, produzierte er eine Katastrophe. Das einmal waren die Dezemberereignisse 1944 und das zweite Mal 1963, als er wieder an die Macht kam, war das Endresultat praktisch die Militärdiktatur, weil er einfach nicht in der Lage war, positiv was zu organisieren. Mit Andreas Papandreou
fängt die rabiate Staatsverschuldung Griechenlands an. Das, was wir heute erleben, begann 1981 mit Andreas Papandreou und wurde dann in der Folge gesteigert. Sein Sohn Georgios II. Papandreou ist ein grundanständiger Mensch, war als griechischer Ministerpräsident völlig unfähig, weil er den Klientelismus nicht begriff. Seine Mutter war Amerikanerin. Er hatte mit den Genen nicht ganz mitgekriegt, wie der griechische Klientelismus funktioniert. Das, was er damals versuchte, was Tsipras jetzt durchzog, das Volk hinter sich zu bringen in einem Plebiszit und unpopuläre Maßnahmen durchzuziehen, war völlig richtig in einem klientelistischen System. Nur Frau Merkel in Berlin kapierte nicht, was er eigentlich wollte, und sorgte dafür, dass er von der Macht kam. Ne? Letzte Wortmeldung dahin. Ja. Sie haben den zweiten Teil sehr schön analysiert, wie Griechenland von den Anfängen der neueren Geschichte immer schon ein Protektorat war, immer schon ein Spiel zwischen den Mächten, besonders der Briten. Ja? Der einzige Politiker, der ein unabhängiges wollte, unabhängiges Griechenland, war Ioannis Kapodistrias, der 1830 ermordet wurde in der ersten gewagte griechische Demokratie oder Republik, ja, wenn Sie so wollen. Ja? Zweitens wollte ich sagen, dass es wäre sehr einfach, auch die Rieder zu besteuern. Es ist bloß Paragraph 32 der Verfassung zu ändern. Nur das anscheinend will keiner, weder im griechischen Parlament noch im internationalen Lobby. Ja? Nummer drei, was bleibt uns noch? Ja? Ich sage uns, weil ich auch ein griechischstämmiger bin. Ja? Die Jugend bleibt. Also wenn wir nicht in die Jugend investieren, werden wir die Zukunft verlieren. Der Jugend ist durch diesen Klientelismus und Parteilandschaft die Träume gestohlen worden. Ja? Und ich bin groß geworden, ich bin 55 und ich höre nur drei Namen politisch. Papandreou, Karamanlis, Mitsotakis. Es gibt keinen anderen. Also wenn man davon ausginge, wie leicht die griechische Sprache ist, durch diese drei Namen ist es furchtbar einfach. Ja? So kam jetzt ein neuer, ein dynamischer Tsipras und gab wieder mal Träume, die noch nicht umgemünzt werden können. Und meine Beängstigung ist, dass die Jugend wieder mal noch mehr Politik verdrossen wird und die nächste Gefahr wartet in den Startlöchern mit der Morgenröte, die Faschisten im Athener Parlament, leider Gottes. Man sollte in die Bildung investieren, die Universitäten und die mittleren Schulen aufbauen, die funktionieren nicht. Lieber wäre es mir, statt das Geld runterzuschicken, Kooperationen mit EU-Bildungsinstitutionen zu machen. Das Know-how Griechenlands, die jungen Wissenschaftler verlassen das Land massiv. Die sind zu finden in Australien, in Deutschland, in Amerika, in London. Warum sollen sie unten bleiben? Ja? Und gerade diese Frage sollte als erste nach dem 30. Jänner von einer Tsipras-Regierung rausgenommen werden und behandelt. Das wäre die erste. Danke. Sind Sie, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es gibt bloß noch ein paar Probleme dabei. Wie ich 1967 in Jahren Athen lebte und mit der Uni Kontakt hatte, da hatte ich so das Gefühl, das ist eine europäische Uni. In den letzten Jahrzehnten ist das in einer Weise nach unten gerutscht, dass ich zumindest was mein Fach betrifft, sage, es ist Drittweltuni geworden inzwischen. Eine gute Universität ist noch in Kreta und in Alexandroupolis, je weiter von Athen entfernt, umso eher ist die Chance, dass es noch was wird. Ich stehe inzwischen auch so weit. Okay, mein Stand ist vor 5-6 Jahren. Im Grunde muss das ganze Land einer Verjüngungskur insgesamt unterzogen werden. Und dazu kommt noch etwas weiteres. Ich glaube, ich habe seit 67 praktisch jeden griechischen Politiker kennengelernt. Ich war mit Kanellopoulos befreundet. Kanellopoulos, Rallis, die Generation damals,
haben auch Russfett ja verteilt, aber sie haben sich nicht selber bereichert. Ja? Inzwischen ist das aber üblich geworden. Es sind nicht mehr Leute mit Philotimo, die wissen, was man tut und was man nicht tut, sondern ich habe zu viel in den letzten Jahren gesehen und auch jetzt wieder. Ne? Deswegen, ich bin von Natur aus ein Optimist in jeder Hinsicht, aber was Griechenland im Moment betrifft, bin ich sehr pessimistisch. Ich sehe auf der anderen Seite Zypern wird in spätestens 2 Jahren die ganze Krise hinter sich gelassen haben und wieder wie vorher Nettozahler in der EU sein. Das waren sie von Anfang an. Ne? Ja, meine Damen und Herren, ich gucke einmal auf die Uhr und gucke zu Harald Wildfellner. Gibt es noch Wortmeldungen? Wir hätten noch... Gut, also zwei Wortmeldungen nehmen wir noch. Ich verstehe das nicht ganz, immer Zypern und Loben und so weiter. Zypern, die einzige Bank, die nicht zugrunde gegangen oder nicht pleite gegangen ist, ist die Bank, wo die griechische, die zypriotische Kirche beteiligt ist. Und wir wissen selber, Zypern ist eine Steueroase von den Russen. Sogar der Krasa hat seine Firmen mit Sitz in Zypern. Also es ist nicht so rosig, wenn man will, es geht. Es kommt darauf an, wenn die EU jetzt nicht diese Klientelpolitik in Griechenland macht und an der Wirtschaft investiert, dann kann Griechenland auch vorwärts gehen. Aber sie haben kein Interesse. Das ist das Problem. Destabilisierte Länder können besser regiert werden, besser abhängig sein. Man sagt, Griechenland ist pleite, alles pleite. Wir haben vor der Krise oder zu Papandreou-Zeiten 70-80% der Chemieprodukte selber produziert in Griechenland. Waffenfabriken, 80% der griechischen Bundeswehr, die sind alles weg. Wer hat das alles gekauft? Deutschland hat es gekauft. Griechische T-Mobil, von wem wird das jetzt gekauft? 20 Jahre kennt es nicht, jetzt kauft Deutschland. Wir wissen selber, je mehr destabilisiert ein Land ist, desto leichter das Großkapital Fuß fassen kann. Und das ist leider so. Und ich sage Ihnen, Tsipras oder die anderen, es gibt keine Parteien in Griechenland. Der Tsipras hat 16,5% der Bevölkerungsstimmen. Man sagt hier, große Siege, unser 16% der Bevölkerungssiege. Es ist nur eine Arithmetik. Da sind wieder hier Mathematiker, die 35% der Stimmen ausmachen. Der Stimmen, aber nicht Bevölkerung. Und solange mit 16% jemand regiert, der kann nicht ein Programm durchführen. Das Problem ist, und das haben wir gesehen beim Memorandum, 63% der Griechen waren gegen diese Politik, nicht unbedingt gegen dieses Memorandum. Und hier ist die Hoffnung der Griechen. Die haben die Nase voll von den Parteien. Die Parteien in Griechenland haben 43 oder 46% der Stimmen bekommen. Und ich bin froh darüber, dass die Mehrheit der Bevölkerung entweder nicht gewählt hat oder ungültig gewählt hat. Gut, vielleicht nehmen wir einfach die zweite Wortmeldung noch mit dazu und dann können Sie ein Schlusswort sprechen, wenn Sie möchten. Ja, also meine Frage ist, ich gewinne allmählich den Eindruck, dass dieses Land also eher nach Moskau oder zum Komikum passt, aufgrund der gemeinsamen Religion, Orthodoxie und auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Oligarchenwirtschaft und Klientel und so weiter, das ist ja eher sozusagen in dem Bereich der untergegangenen Sowjetunion. Also wäre Griechenland im Westen fehl am Platze. Das wäre eventuell besser im Ostblock aufgehoben, damals schon. Weil auch Josef Stalin wollte Griechenland haben, nur da die Boys, die Amerikaner, die 12-fache Stärke ihrer Industriekapazität hatten, musste Josef Stalin Griechenland fallen lassen. Okay, da ein letztes zum Prozentabkommen. Sehen Sie, man muss im Zweiten Weltkrieg auseinanderhalten. Die amerikanische Politik
und die britische Politik. Churchills Politik beruhte auf uralten Konzepten, Interessensphärenpolitik von Anfang an und Stalin dasselbe. 1941 traf man sich in Moskau und Stalin erklärte den Briten, also wir würden gerne das behalten, was uns Hitler zugestanden hat, ihr könnt dafür das und das und das bekommen. Es ging um Gefeilsche wie im 19. Jahrhundert. Beim Prozentabkommen wurde ganz klipp und klar gesagt, Griechenland gehört in die britische Einflusssphäre und Stalin hielt sich daran, der Ostblock hielt sich daran bis 1990. Das wurde vererbt gewissermaßen. Und umgedreht, Bulgarien, Rumänien blieb in der sowjetischen Einflusssphäre und wenn Tito die Spaltung damals überhaupt überlebte, dann deswegen, weil das Jugoslawien de facto neutralisiert war mit 50-50, beide hielten sich quasi heraus. Stalin hat dem griechischen Bürgerkrieg null geholfen, er hat mehrfach, das ist nachgewiesen, den griechischen Parteichef gesagt, hör auf mit dem Quatsch, wir wollen keinen Krieg mit den Amerikanern. Noch hatten die Russen die Atombombe nicht. Also war höllisch vorsichtig, in sowas reinzugeraten. Griechenland war der britische Vorhof oder Hinterhof oder wie man es nennen mag. Und Spekulationen heute, dass sich sowas wiederholen könnte und die Russen heute wieder Interesse an Griechenland hätten, nein. Solange Bulgarien EU-Mitglied ist, gibt es ja keinen direkten Weg mehr. Das Einzige, wer wirklich Interesse hat, sind die Chinesen, um eine Hintertür in die EU zu bekommen. Und da sind sie auf dem besten Weg dazu. Okay. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt haben wir beinahe zum Schluss noch ein ganz neues, großes Thema angesprochen mit der Rolle Chinas, aber das können wir mit Blick auf die Zeit nicht mehr vertiefen. Ich danke Heinz Richter. Ich habe viel gelernt. Ich weiß jetzt, dass es eine Verfassung gibt, die regelt, dass Reeder keine Steuern bezahlen dürfen. Das ist mir völlig neu gewesen. Ich kenne keine Verfassung, in der geregelt wird, wer Steuern zahlt und wer nicht. Also das ist offensichtlich ein origineller Vorgang. Und gelernt habe ich natürlich auch tatsächlich viel über Griechenland, auch über das, was uns Historiker natürlich immer wieder beschäftigt, die Frage, wie weit muss man auch in der Geschichte zurückgehen, um die Gegenwart erklären zu können. Denn wir sind ja nicht im Antiquitätenkabinett, sondern es geht uns immer ums Verständnis der Gegenwart. Und ich hoffe, dass dieser heutige Abend bei Ihnen auch dazu beigetragen hat, dass das ein oder andere, was wir hören oder gehört haben über Griechenland, jetzt vielleicht ein bisschen in einem neuen Licht erscheint. In diesem Sinne danke ich Ihnen auch für die Bereitschaft zur Diskussion und wünsche uns allen einen guten Nachhauseweg.